Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du reinklickst. Ich habe mir heute den Wanderrucksack Zugspitze von Deuter genauer angesehen und das erwartet dich jetzt. Das Rucksackmodell Zugspitze von Deuter ist mit einem Netzrücken ausgestattet. Und neben einer hohen Funktionalität und einem hohen Tragekomfort verspricht der Hersteller eine optimale Rückenbelüftung. Grund genug, den Deuter Zugspitze Rucksack genau unter die Lupe zu nehmen. Der Deuter Zugspitze eignet sich perfekt für 1 bis 3 Tagestouren. Doch auch auf Kurzreisen ist der Zugspitze-Rucksack ein optimaler Begleiter. Den Deuter Zugspitze-Wanderrucksack gibt es in 2 Ausführungen, mit 24 Litern und mit 22 Litern Volumen. Das Rucksackmodell mit 22 Litern ist eine frauenspezifische SL-Ausführung. Frauen haben im Durchschnitt einen etwas kürzeren Rücken als Männer. Das Tragesystem aller SL-Modelle von Deuter ist deshalb etwas kürzer geschnitten und speziell an die weibliche Anatomie angepasst. Hält man den Zugspitze in Händen, sticht einem sofort sein Air-Komfort-Netzrückensystem ins Auge. Dieses sorgt für die maximale Rückenbelüftung. Der Rundprofilrahmen gibt dem Netz seine feste Spannung und überträgt die Last auf den Hüftgurt. Die breiten, weich gepolsterten und ebenfalls sehr atmungsaktiven Schultergurte machen den Rucksack sehr angenehm beim Tragen. Der Zugspitze hat einen höhenverstellbaren Brustgurt und einen gepolsterten Hüftgurt. Wie du den Rucksack richtig auf den Rücken einstellst, das zeige ich dir in einem extra Video. Klicke einfach auf den Link hier oben in den Infokarten. Mit seinen jeweils ca. 1040 Gramm beim Zugspitze 22 SL und ca. 1060 Gramm beim Zugspitze 24 gehört das Rucksackmodell Zugspitze von Deuter zum Mittelfeld der aktuell auf dem Markt angebotenen Rucksäcke. Der Deckel vom Zugspitze ist mit 2 Steckverschlüssen ausgestattet. Unter dem Deckel ist das Hauptfach mit einem Tunnelzug versehen. Öffnet man das Hauptfach vom Zugspitze, sticht einem gleich das Stretch-Innenfach zum Verstauen verschwitzter bzw. nasser Kleidung oder anderer Utensilien ins Auge. Der Rucksack Zugspitze in beiden Ausführungen hat innen im Deckel ein Reißverschlussfach. Auch außen am Deckel befindet sich ein Reißverschlussfach mit einem Karabinerband. Kleine Utensilien können in einer Reißverschlussvortasche griffbereit verstaut werden. In den Gummizug-Seitentaschen vom Deuter Zugspitze können große Getränkeflaschen bis zu 1,5 Liter locker eingesteckt werden. Der Zugspitze-Rucksack von Deuter hat keinen festen Boden und sollte beim Abstellen angelehnt oder befestigt werden, sonst kippt er um. Das Rucksackmaterial ist leicht zu reinigen und wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht. Deshalb solltest du den Zugspitze-Rucksack von Deuter mit einer Regenhülle überziehen, wenn es regnet. Diese wird mit dem Rucksack ausgeliefert. Die Regenhülle ist in einem Reißverschlussfach am Boden verstaut und an einer Schlaufe befestigt. An den Gummi-Wanderstockhalterungen hier oben und unten kannst du deine Wanderstöcke befestigen. Mein Fazit: Mit dem Zugspitze von Deuter entscheidet man sich für einen sehr guten und funktionellen Wanderrucksack, der zudem auch einen optimalen Tragekomfort und perfekte Rückenbelüftung bietet. Wenn du mehr wissen möchtest, dann findest du hier oben in den Infokarten einen Link, über den du genauere Infos erhältst. Wenn du bereits eigene Erfahrungen mit dem Zugspitze-Rucksack von Deuter gemacht hast, dann würde ich mich über deine Kommentare sehr freuen. Vielen Dank fürs Reinklicken und wir sehen uns. Abonniere den Channel, wenn du es noch nicht getan hast und like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Hier unten kannst du mich direkt im Shop besuchen oder dir hier noch eines meiner Videos ansehen. Vielen Dank und bis bald.